Die Bitcoin-Nachfrage schwächelt seit Monaten. Seit April befindet sich Bitcoin in einer Phase stagnierender Nachfrage, wie ein aktueller Kryptobericht zeigt. Laut CryptoQuant fiel das 30-Tage-Wachstum auf ein negatives Wachstum von 25.000 BTC. US-Bitcoin-ETFs kauften im März noch 12.000 BTC täglich. Im August waren es nur noch 1.300 BTC. Niedrige Nachfrage drückte den Bitcoin-Preis von 70.000 US-Dollar im April auf unter 50.000 US-Dollar im August. Trotzdem nutzen langfristige BTC-Hodler die niedrigen Preise zum Nachkaufen. Ihre Bestände erhöhten sich um gut 400.000 BTC. 75% aller Bitcoin wurden seit über 6 Monaten nicht mehr bewegt. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.